Wie die Partizipation Jugendlicher mit Hilfe digitaler Medien auf kommunaler Ebene konkret funktionieren kann, zeigt die Webvideoreihe von Jugendbeteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute? Wie können kommunale Beteiligungsprozesse verankert und verstetigt werden? Unsere Fachleute der digitalen Jugendbeteiligung erklären Ihnen, was wichtig ist. Über das Ausrufezeichen rechts oben in der Ecke gelangen Sie direkt zur Auswahl der Fragen dieser Folge. Über die Playlist rechts neben diesem Video gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge. Das ist Dr. Anna Grebe. Sie ist Referentin an der Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft. Innerhalb der Koordinierungsstelle arbeitet sie mit Jugendbeteiligten jetzt zusammen und hat auf diese Weise bereits kommunale Jugendbeteiligungsprozesse mitgestaltet. Anna ist ein Fan von Demokratielaboren der Open Knowledge Foundation, da diese Tools und Methoden entwickelt haben, um digitale Jugendarbeit weiter zu entwickeln. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Keine Angst und einfach ausprobieren. Was für Anna gar nicht geht, ist, wenn nicht darauf geachtet wird, dass sich alle beteiligen können. Tools müssen so gewählt werden, dass sie im Sinne der Beteiligung und Inklusion sind. Das ist Theresa von Jan. Sie ist Amtsjugendpflegerin im Amt Grabow. Aktuell begleitet Theresa Action-Bound-Projekte in Grabow. Sie hat schon viele spannende Prozesse begleitet, auch in vorherigen Jobs, zum Beispiel den Aufbau des Jugendparlaments in Leipzig, die Spielplatzplanung in Schwerin und hier im Amt Grabow die Jugendinitiative Wir bewegen was. Ihre Empfehlung für die digitale Jugendbeteiligung? Digital geht nur mit analog. Was für Theresa gar nicht geht, ob digital oder analog, es gilt keine Alibi-Beteiligung.